Hi Madeleine hier von Sonic Blue mit einer neuen Folge von With a Little Help from Max for Life. Und dieses Mal schauen wir uns die zwei letzten Geräte aus dem Inspired by Nature Life Pack an, was es neu und kostenlos für Life 11 gibt. Und zwar sind das Emit und Tritone. Und ich habe hier schon mal Emit reingeladen. Das ist ein visueller Granularsynthesizer, der Phasenvocoder-Synthese für die Wiedergabe verwendet. Er nutzt auch wieder Partikel. Die werden aber hier über ein Spektrogramm geschossen, um die Körnung eines gespielten Samples zu zeigen. Und die vertikale Bewegung kann entweder Filterung oder Panning darstellen. So, dann können wir hier ein Sample reinladen, hier oben. Ich habe da schon eins drin, das können wir mal kurz abspielen. So, dann haben wir hier den Start und Länge. Das können wir auch hier verschieben. Je nachdem, was wir bevorzugen. Ich mag das ja mal lieber im Sample rumfahren. Können wir auch die Länge hier verändern. So wäre es, wenn das ganze Sample wäre. Ich begrenze das mal wieder hier sehr stark. Dann könnten wir das Sample normalisieren. So, und dann haben wir hier den ersten Emitter. Einer von zweien. Und wenn der Cursor-Modus auf Emitter eingestellt ist, kann ich den hier einfach rumbewegen und auch von der Größe her verändern. Die Möglichkeit haben wir hier auch mit diesen Parametern. Und dann können wir den Ausstoßwinkel verändern. Man sieht schon, dass der hier auch moduliert ist. Da kommen wir nachher noch Stunden dazu. Entscheiden, ob wir das der Ausstoß bipolar, also auf zwei Seiten, entgegengesetzten Seiten passieren soll oder nur auf eine. Und dann die Breite davon können wir hier noch einstellen. So, dann können wir hier die Menge an Grains oder Partikeln einstellen, maximal wieder 16, wie wir das schon aus den anderen Geräten kennen. Die ursprüngliche Stärke, wenn die Partikel ausgestoßen werden. Und die Reibung. So, dann kann das entweder hier über Bursts wieder passieren und mit den Einstellungen, die wir auch aus den anderen Geräten in dem Lifepack kennen. Deshalb würde ich da gar nicht nochmal drauf eingehen, sondern auf die vorherigen Videos einfach verweisen wollen. Die sind auch wieder verlinkt. Oder wir können MIDI, dann können wir hier, wird dann quasi nichts mehr ausgestoßen von alleine, sondern wir können entweder über MIDI-Clip oder über selber einspielen Noten ausstoßen lassen. Und wenn wir hier diesen MIDI-Note-Pitch anhaben, dann werden das auch gleichzeitig dann auch gestimmt durch die MIDI-Noten, die wir dann damit spielen. Und wir können dann da noch die Hüllkurve dafür einstellen. So, hier haben wir noch das Eckenverhalten für die Partikel, was auch schon wieder bekannt ist aus den vorherigen Videos. Deshalb gehe ich da nicht nochmal drauf ein. Dann haben wir noch verschiedene Grain-Einstellungen. Einmal haben wir einen Filter. Und zwar ist das ein High-Pass- und ein Low-Pass-Filter. Da kann man entweder das Zentrum hier mit einstellen, außer wenn auf die Y-Achse für das Filtering gedacht ist. Das heißt, hier auf der Y-Achse wird quasi gerade entschieden, wie der Filter Mittelpunkt ist. Oder ich kann das Panning einstellen, dann wird hier das dann auch wieder die Möglichkeit, dass das einstellen kann. Filterweite und das Q. Panning und Panningweite kann ich einstellen. Gain, alles bekannt. Dann habe ich die Möglichkeit, hier die Fade-Parameter zu ändern. Einmal die Stärke und dann das Zentrum davon. Das ist auch sehr schön visuell hier dargestellt. Glide bedeutet die Interpolation der neuen Frames des Phasenvocoders. Blur ist die Abklingzeit des Frequenz-Hüllkurvenfolgers. Das macht sehr starken Unterschied auch für den Sound, wie man hört. Und dann kann man das auch stimmen. Einmal in Halbtonschritten und dann auch wieder Feintuning. So, und was ich
vorhin noch vergessen hatte, man kann hier auch Wände einzeichnen, wo die Partikel wieder abprallen können, wenn wir hier den Cursor-Modus auf Wall eingestellt haben. Doppelklick löscht das Ganze wieder. Die gleichen Einstellungen haben wir auch für den zweiten Emitter, den ich hier einfach mal anschalten kann. So. Und dann haben wir hier noch Modulationsmöglichkeiten. Einmal verschiedene LFOs, zwei LFOs, die wir einstellen können, die Parameter, wie ganz typisch das für LFOs sind. Und dann noch zwei Hüllkurven, auch wieder mit der ADSR. Und dann Routing-Optionen, zwei Ziele, A und B. Und dann können wir das, die verschiedenen Parameter hier drauf einstellen und dann zwischen minus 100% und 100% auswählen und nicht vergessen zu scrollen. Wir haben nämlich noch mehrere Parameter, also auch Pitchbend und Aftertouch und so weiter und so fort. So, hier können wir noch die Geschwindigkeit der Physik, der ganzen, also der Partikel quasi dann einstellen. Stereo oder nicht. Stereo heißt natürlich mehr CPU-Verbrauch, das heißt, es ist vielleicht nicht so ideal, wenn man das im Live-Bereich verwenden wollen würde. Und hier haben wir noch die Ausgangslautstärke. Und dann haben wir zu guter Letzt auch noch Treetone als Gerät. Und zwar weicht der von dem Partikelsystem ab und verwendet stattdessen fraktale Muster von Pflanzen als Inspiration. Und zwar kann man damit Bäume wachsen lassen, wo jeder Zweig einen Resonator mit unterschiedlichen Frequenzdecay- und Amplitudenwerten darstellt. Das heißt, ich kann das hier mal auf Playback stellen. Wir haben das nämlich hier wieder im Block. Das heißt nur, dass es im Playback funktioniert. Und dann kann ich Bäume wachsen lassen. Wenn ich hier wieder draufklicke, einen neuen Baum. Hier habe ich verschiedene Formen von Bäumen, die ich wachsen lassen kann. Und die verschiedenen Formen sind einzelne Resonatoren der Filterbank und die Länge und Breite beeinflussen die Stimmung, das Ausklingen und die Lautheit, während die Position das Panning beeinflusst. Da können wir noch ein paar andere ausprobieren hier. Und selbst wenn ich das jetzt nochmal klicke, das klingt immer leicht ein bisschen anders. Diesmal mit langem Stamm. So, dann habe ich hier den Algo-Mix. Da kann ich zwischen zwei verschiedenen Algorithmen der Resonatoren eine Mischung darstellen, herstellen, dass sich soundmäßig verändert. Nach oben hin heller und härter, nach unten hin dann wärmer und weicher klingt. So, dann haben wir hier die Lautstärke des Noise-Oszillators Exciters, der in die Resonator-Bank geht, einstellen können. So. Through bedeutet, dass wir die Resonator-Bank dann ignorieren, das heißt, es wird umgangen. Ich mache das mal wieder ein bisschen leiser. Dann haben wir die Mittenfrequenz des Rauschoszillators. Das heißt, da haben wir einen High-Pass- und Low-Pass-Filter. Und das ist die Frequenz für den Übergang davon. Die Filterbandbreite. Und dann können wir noch. So. Und dann können wir noch Wind hinzufügen. Und die Windgeschwindigkeit verändern. Das ist Perlinrauschen übrigens, was da im Hintergrund sozusagen funktioniert. Und als weitere Möglichkeit können wir noch Regen hinzufügen. Das ist quasi eine Anregung mit einem Schlegel, der zufällig auf einzelne Resonatoren trifft und somit Regen simuliert. Da kann ich schon mal die Geschwindigkeit von dem Regen verändern. Hier können wir die Low-Cut und High-Cut für den Regen auch verändern.
Dann die Reichweite der einzelnen Resonatoren, also der Äste. Und das Zentrum Offset, das heißt, nach links werden größere Äste angeregt, hört man auch ganz deutlich, ne? Das heißt, tiefere Töne, das ist lauter. Und nach rechts zu, das ist dann kleinere. So, und hier können wir die Resonatoren insgesamt stimmen. Und die Breite des Stimmspektrums für die Resonatoren. Wir können es auch ganz stimmen lassen, das heißt erstmal auf eine bestimmte Tonart, das Dur und Moll und so weiter und so fort haben wir zur Auswahl. Hier den Grundton. Dann kann man das auch verschieben um Halbtonschritte und Disharmonie hinzufügen. Das Decay oder Ausklingen der einzelnen Resonatoren, die Zeit dazu, das Panning und dann das Output Gain. Und hier haben wir noch zwei weitere Möglichkeiten. Das heißt, wir könnten hier auch einen Eingang reinrouten und durch die Resonatorbank durchschicken. Werde ich es nicht zeigen, kann ich aber durchaus empfehlen, damit rumzuspielen. Kann Spaß machen. Und dann haben wir noch weitergehend wieder Modulationsmöglichkeiten. Das heißt, hier haben wir auch wieder die zwei LFOs und zwei Hüllkurven, die wir dann die Werte anpassen können, ganz üblich. Und wieder auch zwei Routing-Ziele. Und genauso wie bei dem Emit können wir dann halt verschiedene Parameter hier auswählen und dann die Stärke einfügen. Key to Mallet bedeutet noch, dass die MIDI-Noten quasi den Regen spielen können. Ja, das können wir vielleicht uns alles mal nochmal zusammen anhören. Noch mit einer Kick dazu einfach. Ja, ich hoffe, ihr fandet das hilfreich. Vergesst nicht zu liken, zu teilen und zu subscriben. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ich Pitch Loop 89 euch vorstelle von Robert Henke. Bis dann. Tschüss.